Nature23 ist ein deutscher YouTuber, der Erwachsene und Minderjährige exorziert, um sie von ihren Dämonen zu befreien. Er will außerdem ein Dorf aufbauen, in dem er mit seinen Anhängern seine Interpretation vom Christentum auslebt. Dazu kommen auch zahlreiche Vorwürfe von Leuten, die mit ihm zu tun gehabt haben. Ich habe ihr gesagt, ruf die Polizei, aber dann hat sie geschrieben, dass er wiederkommt und sie konnte auch nicht lange mit mir schreiben, weil er wohl kontrolliert hat, was sie mir schreibt. Aber was eigentlich wirklich hinter dem YouTuber Nature23 steckt, das schauen wir uns heute an. Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ja, herzlich willkommen zurück bei der besten Sendung auf ganz YouTube. Ja, herzlich willkommen zurück bei der... Warum sag ich das nochmal? Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch nicht wissen, wer Nature23 ist. Deswegen habe ich mir gedacht, ich suche mir einfach mal drei coole Fakten über ihn raus. Präsentiert von Togo. Nature23 ist ein Exorzist. Zumindest nennt er sich selber so und er behauptet, er kann Leute mit gewissen Persönlichkeitsstörungen heilen. Er hat einen YouTube-Kanal mit knapp 23.000 Abonnenten, also gar nicht mal zu unterschätzen. Und es gibt Leute, die behaupten, er führt eine Art Sekte, indem er Leute heilt, indem er sie zum Beispiel einsperrt. Da habe ich mir gedacht, das klingt perfekt. An der Stelle nochmal ganz kurz der Disclaimer. Ja, das hier ist nur meine private Meinung. Also nichts irgendwie, weißt du, faktenbasiert ist oder so. Also geh mal. Nature23 ist ein Christ. Zumindest sagt er das und all seine Aussagen rechtfertigt er quasi mit seinem Glauben. Real Talk, ich bin selber ausgetreten, weil ich halt einfach nicht an das alles glaube, aber was andere Leute machen, das interessiert mich überhaupt nicht, das ist mir wurscht. Aber ein paar Sachen, die er sagt, aufgrund von seinem Glauben, sind absolut krank. Ja, frag doch mal einen Juden, warum hat es Gott zugelassen, dass da halt so viele Menschen, wie viele auch immer, von den Juden und nicht die Heiden. Gut, im Zweiten Weltkrieg sind auch Heiden gestorben, so ist es nicht. Es ist nicht nur ein Kampf gegen den Juden gewesen. Aber was geben die wohl als Antwort? Die halten sich da gern zurück, weil die einzigste Antwort, die ein Jude auf diese Frage geben kann, ist, weil wir in Sünde leben. Hat Gott das zugelassen, weil sonst hätte er uns davor bewahrt. Nur gibt das gerne ein Jude selber nicht zu. Wow, du sagst, die Juden wurden, also die 6 Millionen, die gestorben sind, lassen es mal 6 Millionen sein, die wurden bestraft die wurden bestraft. Ja, ja, die Bibel sagt das so. Wenn die Juden sich nicht an die Regeln halten, wird Gott die sogar notfalls. Also sie haben sich nicht als Gottes Gebote gehalten und deswegen wurden sie bestraft, indem sie in Kreuz gelandet sind und gestorben. Kann man so sagen, ja. Weil sonst hätte Gott das verhindert. Wenn sich die Juden nicht an die Regeln halten, wird Gott sie sogar notfalls. Bro. Was laberst du? Ich finde es aber echt gut, dass du, Nature, so denkst, weil wenn wirklich alles so kommt, wie es kommen soll, dann ist dieses Video hier ein Geschenk Gottes. By the way, ich habe mich sehr stark an dem YouTuber Seelennetzwerk inspiriert bei dem Video. Der hat auch ein Baba-Video dazu rausgeballert. Das verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Auf jeden Fall abchecken, weil da gibt es noch viel mehr Infos. Und unter seinem Video habe ich den Kommentar hier gefunden. Was ist falsch an Nature23? Alles. Bevor ich euch aber seine Heilpraktiken, wenn man das überhaupt so nennen kann, vorstelle, möchte ich mal ein bisschen mehr darauf eingehen, wer der Typ überhaupt ist, damit ihr halt ein bisschen mehr vertraut damit seid. Nature23 heißt mit echtem Namen Markus und ist 38 Jahre alt. Ich persönlich würde aber trotzdem in dem Video Nature zu ihm sagen, weil es einfach cooler klingt. Er hat vor ein paar Wochen ein Projekt angeteasert, das sich Toradorf nennt. Ich weiß nicht, muss ich jetzt schon lachen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ja, soll das eine Art Lebensgemeinschaft sein, wo Leute hinziehen und dann dort wohnen, um von ihm zu lernen. Also nach jetziger Planung wird es dort auch eine Nature23, so wird es zwar nicht heißen, aber eine Ortsgemeinde geben, dass dort eine Tora-Gemeinde aufgebaut wird, wo man der Lehre, dem Bibellehrer Nature folgen kann in seiner Lehre. Vollständig, wenn man das möchte. Ja, aber ich habe davor denn eine Konfessionsgemeinde aufzubauen mit anderen Interessierten, wo man 1:1 das lehrt, was ich sage. Und da sollen auch nur die Leute kommen, die das so gut wie alles annehmen. Es gibt halt den Vorsteher einer Synagogengemeinschaft, so nenne ich das mal, und das werde ich dann sein. Das ist auch keine schlechte Aussage, oder? Er baut eine Gemeinde auf, wo man, Zitat, 1:1 das lehrt, was ich sage. Er hat dazu im April einen 4-Minuten Livestream gestartet, wo man unter anderem auch sein Auto sieht. Und ich will jetzt echt nicht gemein sein, ja. Aber Bruder, was ist das? YouTuber Nature23, 15.000 Abos. Das ist vielleicht der peinlichste Sticker, den ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Das Video wurde, by the way, in 6 Frames die Sekunde gefilmt und mich persönlich überzeugt da einfach die Qualität. Gerade ab Minute 1 finde ich es richtig gut, Alter. Ich habe so lachen müssen. Aber darauf kommt es ja, wenn wir uns ehrlich sind, überhaupt nicht an. Was wirklich wichtig ist, ist die Message. Ich meine, er will ein Dorf aufbauen, wo alle Leute zu ihm hinziehen und dann sich von ihm belehren lassen. Das ist schon eine Ansage. Aber eigentlich stellt man sich dann die Frage so, was macht er eigentlich? Naja, Nature selbst sagt ja, er ist Christ. Er feiert aber jüdische Feiertage, das habe ich nicht ganz verstanden, gell? Aber mit den Juden hat er es sowieso nicht ganz so, oder? Er hält sich halt sowieso nicht ganz so genau an das mit dem Christentum oder das mit dem Judentum, weil warum auch, wenn man einfach seine eigene Bibel schreiben kann. Ja, das, was ihr hier gerade seht, ist kein Fake und ich kann es selber kaum glauben, dass dieser
Dude eine Bibel geschrieben hat, der will im Ernst Leute anwerben, dass sie zu ihm in sein Dorf ziehen und sich dann von ihm belehren lassen aus der Nature 23. Bibel, ich pack mein Leben nicht. Weißt du, wenn ich sowas sehe, ich finde das halt im ersten Moment ganz lustig, weil halt für mich ist der Typ eine absolute Witzfigur. Allein bei dem Bibel-Design, Bro, 5 Euro in Fiverr reinballern und die machen dir ein besseres Design. Aber man darf nicht vergessen, Nature23 hat 20.000 Abonnenten. Das heißt, Digga, das ist eine große Verantwortung. Vor allem, wenn es um so ein Thema geht. Das ist ja nicht einfach nur irgendein Unterhaltungschannel. Aber es bleibt halt leider nicht dabei, dass er einfach nur sein cooles Büchlein promotet, weil das wäre mir ja auch im Endeffekt ziemlich wurscht. Jetzt kommen wir zu dem Teil, der halt wirklich up ist. Die Aktivistin Nella hat gemeinsam mit dem Hacker Der Patayana einige Konten von Nature gehackt. 6 E-Mail-Accounts, 3 YouTube-Kanäle, sein PayPal, WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, Skype und auch seine Website ist down. Ich bin by the way cool mit Nella und Patayana, deswegen Shoutout, von denen habe ich nämlich die Videoidee. Also Nature meint anscheinend Leute therapieren zu können, die gewisse Störungen haben und das halt indem er die Dämonen aus ihnen rausholt. Eine anerkannte Methode ist es halt obviously nicht, gell? Und er hat auch keine Zertifikate oder irgendein ärztliches Attest, was es halt, weißt du, ein bisschen so belegen würde. Wie er das genau macht, beziehungsweise was da so praktiziert wird, kann ich euch jetzt nicht genau sagen, aber es gibt Berichte von Opfern, die zum Beispiel Brandspuren auf ihren Armen haben. Also was der Nature mit so einigen Leuten hier gemacht hat, einschließlich mir, ist kein Gebet mehr. Es ist kein Gebet mehr, was er gemacht hat. Ganz ehrlich, wenn du fixiert wirst und dann mit Streichhölzern deine Haut verbrannt wird, so war es bei mir, wurde mir zumindest so erzählt. Und die Narben am Arm zeigen das auch. Das ist nicht mehr legitim. Außerdem wurde eine Sprachnachricht von ihm geleakt, wo er darüber redet, dass er ein Fixierbett hat. Du kannst natürlich darunter fahren für sie beten, ob nun ohne oder mit Fixierung. Mit ist nicht unbedingt notwendig, aber man das halt mit Fixierbett macht oder ohne, ist halt euch selber überlassen vor Ort. Aber was hier noch viel heftiger ist, sind die Sachen, die man über ihn hört, wenn es um Jährige geht. Es geht jetzt um die 15-jährige Adelaine, ich hoffe, man spricht dich so aus, die angeblich von Markus mitgenommen wurde, laut ihrer Freundin. Und sie soll dann gezwungenermaßen live bei Nature23 gewesen sein, was sie halt nicht wollte. Die Freundin, die das öffentlich gemacht hat, heißt Hildi und die hat ein Video dazu gepostet. Ich spiele euch das ganz kurz ab und dann melde ich mich nochmal ganz kurz dazu zu Wort, weil das ist echt wichtig. Letzte Woche, Mittwoch, kam es dann dazu, dass er meine 15-jährige Freundin auch in seiner Gewalt hatte. Sie hat mir WhatsApp-Nachrichten geschrieben, die durchklingen lassen haben, dass sie gegen ihren Willen zu ihm mitgenommen wurde, weil sie wollte eigentlich zu ihrer Freundin fahren, aber er hat sie zu sich mitgenommen. Ich habe ihr gesagt, ruf die Polizei, aber dann hat sie geschrieben, dass er wiederkommt und sie konnte auch nicht lange mit mir schreiben, weil er wohl kontrolliert hat, was sie mir schreibt. Dann haben wir halt die Nummer ihrer Betreuer herausgefunden und ich habe dort angerufen und es denen gesagt. Die Betreuer haben dann die Polizei darüber informiert. Und ich habe mir das angeguckt, diesen Livestream, und man hat an ihrer Stimme gehört, dass sie Angst hatte. Man hat an ihrer Stimme gehört, wie verstört sie war. Ich konnte das spüren. Real Talk, ich finde es halt unglaublich stark von der Hildi. Wirklich Respekt, gell, weil das ist eine Aktion, da ziehst du nur Hate auf dich. Deswegen, ich rate euch wirklich unbedingt das Video von Hildi anschauen. Sie hat da wirklich so viel Mut aufgewandt und ich finde das sowas von geil. Das ist dann natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich kann das natürlich nicht bezeugen, dass es jetzt stimmt oder nicht, aber man kann auf jeden Fall mal ein bisschen so da reinschnuppern. Aber was es auch gibt, ist eine Reaktion von Nature23 auf genau dieses Video und da sagt er halt ungefähr so, dass halt Hildi so von Dämonen besessen ist. Und genau so etwas, ob nun eine Persönlichkeit, eine manipulierte Persönlichkeit von Dämonen, die da extra viel gebaut wird von den Dämonen, das so weitertragen an Hildi, um halt, keine Ahnung, ihre Spielchen auch mit Nature zu spielen. Ja, das ist auch nicht so unüblich. Da sind Sachen abgegangen, die könnt ihr euch nicht vorstellen. Oh, gut, du bist 23, du hast vom Leben noch gar nichts erfahren und weißt wahrscheinlich gar nicht, wie das Leben funktioniert. Ach so, ich sag dir was, Meister, ich bin auch 23, aber ich habe nicht meinen YouTube-Kanal auf meiner Heckscheibe picken, das ist absolut lächerlich, aber du bist der Experte. Imagine, du machst dich über die Reife von deiner Person lustig, obwohl du selber glaubst, dass du eine Bibel schreiben kannst und dann Leute in ein Dorf von dir ziehen, wo du ihnen deine gute Nachtgeschichten vorliest. Digga, der Typ ist durch. Laut Seelennetzwerk hat Nature ein anderes minderjähriges Mädchen exorziert und währenddessen ohne Einverständnis gefilmt und danach soll er das Video online auf seinem YouTube-Kanal gepostet haben, sodass sich das die anderen Leute einfach anschauen können. Das Video gibt es halt entweder jetzt nicht mehr oder es ist halt so nie passiert. Wie gesagt, ich habe das Video leider nicht gesehen. Also ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, gell? Aber ich habe die letzten Wochen so ein bisschen Rückenschmerz und deswegen habe ich mir gedacht, Digga,
ich lasse mich jetzt mal exorzieren. Und zum Glück bin ich auf seine alte Webseite gestoßen, auf Bibelcenter Marzahn. Das hier sind anscheinend die Angebote, die es hier gibt. Es gibt hier Gottesdienst, Bibelstunde, freie Leistungen und Beratungsgespräche und dann darunter natürlich noch einmal Gottesdienst, Bibelstunde, freie Leistungen und Beratungsgespräche. Finde ich ganz wichtig, dass man das hier aufzählt. Ich habe das nämlich noch gar nicht erwähnt, aber man weiß theoretisch nicht, wie Nature 23 aussieht, beziehungsweise er hat sich noch nie gezeigt. Und da frage ich mich halt wirklich, wie sehr kann man diesem Mann vertrauen, sich auf sein Fixierbett raufzulegen, sich exorzieren zu lassen, im besten Fall auch noch seine Bibel zu kaufen und in sein Mickey Mouse Wunderhaus zu ziehen. Ich bin nicht ganz vertraut mit der Sache. Vielleicht sind es auch einfach meine Dämonen, die da hinten ein bisschen, weißt du. So, Markus, ich stelle dir jetzt ganz offiziell die Frage, da du es immer leugnest. Stell dich live meinen Fragen. Ich werde dich mit allen Punkten konfrontieren und du hast die Möglichkeit, dich zu äußern. Ich weiß, du bist es gewohnt, eher mit Mädchen zu hantieren, weil du Frauen nicht gewachsen bist, weil du sie nicht manipulieren und blenden kannst. Aber es wäre deine Gelegenheit, anstatt immer zu behaupten, wir würden dir diese Gelegenheit nicht geben. Meine Freunde, lasst mich auf jeden Fall gerne wissen, was ihr von dem ganzen Thema haltet. Würdet ihr euch exorzieren lassen von Nature23 oder von mir? Aber Real Talk, ich finde das Thema ist halt echt wichtig und das gehört wirklich mal beleuchtet. Ich mache mir natürlich über sowas gerne mal lustig, weißt du, weil das ist halt so, ich habe meinen Spaß dabei. Aber vielleicht sieht das ja der ein oder andere YouTuber da draußen, keine Ahnung. Mich interessieren solche Themen auf jeden Fall und das ist halt explizit nochmal was anderes, weil das halt ein YouTuber ist. Meine Freunde, lasst mir auf jeden Fall gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da für die Leute, die es noch nicht gemacht haben. Ich bedanke mich für jeden Fall fürs Zuschauen und damit bis zum nächsten Mal.